Servus, wir sind wieder bei der Klingonenkampagne von Star Trek Online und spielen jetzt die Mission Freund oder Feind. In Anlehnung an natürlich Traumschiff Surprise. Ja, dann gehen wir mal rein. Wir hatten ja Frank und Drake gefunden und da irgend so ein Klingon noch, so ein Gefangenen, und der meinte ja, dass das eine Haus sich gegen das Imperium verschwört hat und wir sollen jetzt hier im Vorsystem nach Hinweisen suchen. Sir. Wir haben das Vorsystem erreicht. Es befindet sich eine Sternbasis genau im Orbit vor uns. Aufzeichnungen sprechen von einer Forschungseinrichtung, die von iridanischen Wissenschaftlern betrieben wird. Das klingt echt verdächtig. Die Viridanier sind bekannt für ihr wissenschaftliches Können, aber die Forschungsstation wird als geschützte Anlage gelistet. Laut den Aufzeichnungen ihres Schiffes haben die Iridaner eine Vereinbarung mit einem menschlichen Wissenschaftler namens Amar Singh geschlossen. Er arbeitet mit jemandem im Reich, um Genforschung zu betreiben. Es ist nicht klar, auf welche Hinweise wir hier treffen werden. Das werden wir untersuchen. Nähern sich der Station, bitte. Boah. Mir juckt die Nase. Das ist dann die schöne Station. Wir haben auf vollen Impuls. Was ist das lahm? Ist das lahm, das Schiff, ey? Vielleicht kommen wir mal ein bisschen Raumkampf, mal ein bisschen hier. So, dann rufen wir sie mal. Das ist die Forschungseinrichtung Longna Beta 3. Ich bin Platos Jardin, der Commander der Station. Mit wem spreche ich? Ja, wir sind Kapollon. Ich grüße Sie, Lieutenant. Wir wurden nicht informiert, dass wir heute Besuch hätten. Wie können wir den Reich dienen? Wir sind hier, um die Station zu durchsuchen. Commander Platos, Sie werden dem Schiffscomputer Zugang zu allen aktuellen Stationskommunikationsprotokollen verschaffen. Sie werden auch ein Ladungsverzeichnis und Lieferscheine für die Versorgung im letzten Monat übertragen. Wir erwarten die volle Kooperation. Nun, das haben wir nicht erwartet. Sie sind nicht darüber im Klaren, dass wir mit Ihren Regierung von Dr. Singh einen Vertrag haben. Unsere Forschung ist streng geheim. Haben Sie einen offiziellen Befehl, der Ihnen die Einsicht in diese Aufzeichnung gestattet? Natürlich, wir schicken Sie sofort rüber. Und wie mache ich das jetzt? Also. Ja, dann mal Feuer. Oh, das war falsche Taste! Ich wollte mich jetzt nicht tarnen, ich wollte eigentlich einen Torpedo schießen, und zwar den hier. Nachricht gesandt. What the fuck? Warum greifen Sie unsere Station an? Bitte, wir sind nicht Ihr Feind. Senden Sie Informationen, sage ich dazu nur, gell? Sie sind völlig verrückt. Das ist eine Einrichtung höchster Sicherheitsstufe. Sie haben nicht die Erlaubnis, Zugang zu unseren Aufzeichnungen zu erhalten. Wir werden eine formelle Beschwerde einlegen. Na, dann macht das doch! Meine Güte! Natürlich verbergen wir etwas. Wir führen geheime Forschung. Deshalb ist es Ihnen nicht gestattet, die Aufzeichnungen der Station einzusehen. Sie verstehen doch das Konzept von streng geheim. Sie wagen es, meine Autorität in Frage zu stellen? Das ist lächerlich. Wir wagen uns, streng geheime Informationen ohne die entsprechende Genehmigung auszuhändigen. Wir werden uns verteidigen, falls nötig. Dann sage ich mal Attacke, gell? Frontschilde. Süßer Kampf jetzt hier. So, das dürfte die erste Kanone gewesen sein. Und die zweite dürfte auch kein Problem sein. Und tschüss. Ja, sind wir mal gespannt. Ich habe die Stationsabwehr zerstört. Oder ist da noch was? Ach, da ist noch was. Ach so, da hinten. Ein Shuttle. Wie süß. Target Shields have failed. Nächstes Shuttle, bitte. Ah, da sind sogar noch mehr. Und der Torpedo dürfte reichen. Das nächste. Was die eigentlich meinen, dass sie sich gegen so einen fetten Bird of Prey wehren können. Oh, das ist fies, das Shuttle. Jetzt aber. Und jetzt bin ich mal gespannt. Sieht ein bisschen komisch aus, die Station. Ein Schiff ist unter Warp gegangen. Wo? Was kommt jetzt gleich? 2, 1. Ein romulanischer Warbird?
What the fuck? Was will der denn? Die Romulaner rufen uns. Wir haben von dieser Station ein Notsignal erhalten. Wir sind gekommen, um Hilfe anzubieten. Ihre Hilfe wird nicht länger benötigt, Commander, sage ich dazu nur. Stationskommander Platos schien erschüttert. Er erwähnte Streitigkeit mit einem klingonischen Schiff. Es wäre unehrenhaft von uns, wenn wir der Sache nicht nachgehen würden. Ja, ist eine interne Angelegenheit, mein Freund. Wir kennen die heikle Natur der Lage. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir mit der Station reden? Vielleicht können wir Missverständnisse aus dem Weg schaffen. Seien Sie unser Gast, sagen Sie Platos, wir werden warten. Bezweifle ich. Was ist denn das jetzt? Das klingt sehr verdächtig. Warum sollten Romulaner auf ein Notsignal von dieser Station reagieren? Das verstehe ich auch nicht, gell? Also überwachen wir mal die Kommunikation. Und dann auch ein Ach so. Also sie haben die Station auf einer offenen Frequenz gerufen und sind dann auf einen verschlüsselten Kanal gewechselt. Das romulanische Schiff muss noch seine Schilde hochfahren. Ja. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir uns im klingonischen Territorium befinden? Die Tatsache, dass die Romulaner überhaupt hier sind, könnten der Hinweis sein, den uns Drake geben wollte. Drake hat gesagt, wir würden Beweise finden, nicht Hinweise. Sir, die Station hat mehrere Waffenkisten zu den Romulanern gebeamt. Hier ist der Beweis. Rufen Sie die Romulaner. Commander Platos hat die Situation geschildert. Wie es scheint, gab es ein Missverständnis. Sie sind ein Romulaner. Sie lügen doch mit jedem Atemzug. Oh, die Dummheiten des Klingonischen Reiches. Erst die eigene Station angreifen und dann uns dafür beschuldigen. Ich hätte mir so etwas rechnen sollen. Nun gut, wir werden kommunizieren, damit sie besser verstehen. Schilde hochfahren, meine Freunde. Dann Attacke. Target Shields have failed. So, also hier ist auf hier ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier. Schön auf die Hülle. Ja, so ein Traktorstahl ist schon was Feines, gell? Ups! Mehrere feindliche Schiffe gehen unter Warp. Ach, Vorräte. Oh. Von rechts. Hallo, kannst du dich mal wieder bewegen? Danke sehr. Ey, das ist ja irgendwie ein schwerfälliger Kampf hier. Gehen wir mal Rückwärtsgang. Zwei, komm, Torpedo drauf. Oh, schwerer Plasma-Torpedo, den musst du abschießen. Der tat weh. Ich will ein bisschen Abstand von diesem Schiff haben, wenn ich ehrlich bin. Oh, das Technik-Team raus. Drehen, 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 drehen. Rückwärtsgang. Auf die Hülle. Ja, bam, das war's. Und es war... Boom! So, republikanisches Schiff rufen. Als Vertreter der Romulanischen Republik danken wir Ihnen für Ihre Hilfe. Wir hatten den Talschia bis in dieses System verfolgt, aber ohne Ihre Hilfe wären wir zahlenmäßig unterlegen gewesen. Sie haben gut gekämpft für einen Romulaner. Die Romulanische Republik steht vielen Herausforderungen gegenüber, aber wir sind kein Feind des Klingonischen Reiches. Als Zeichen meines guten Willens gebe ich Ihnen Informationen, die Sie zu schätzen wissen werden. Wir glauben, dass Talschi-Agenten mit dem Klingonischen Reich kollaborieren, um Waffen und Technologie zu stehlen. Wir haben große klingonische Waffenvorräte auf dem Planeten Nimbus entdeckt, die, so glauben wir, von romulanischen Agenten beschafft wurden. Die Hehlerware werden durch verschiedene Einrichtungen im lokalen Sektor geschleust, einschließlich dieser Wissenschaftsstation. Haben Sie Beweise? Die Ladung wird an den Versorgungskisten und den Waffen selbst erkennbar. Durch das Verfolgen der Warenströme haben wir erfahren, dass es im Klingonischen Reich Agenten gibt, die gestohlene Waren an den Talschia liefern. Diese Vorräte werden auf Nimbus 3 gelagert. Wenn Sie mithelfen, die Herkunft der Waffen herauszufinden, geben wir Ihnen unsere Daten. Natürlich. Daten werden jetzt übertragen. Wir rechnen damit, dass das Klingonische Reich die Herkunft dieser gestohlenen Waren ausmacht und die Verantwortlichen bestraft, bevor weitere Waffen in falsche Hände geraten. Wenn wir weitere Informationen bekommen, teilen wir diese dem Botschafter des Reiches auf Molrian mit. Bringen Sie mir den Code, Plados. What? Lieutenant, bitte hören Sie mir zu. Wir sind nur dem Protokoll gefolgt. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Forschung nicht in die falschen Hände gerät.
Ja, warum handelt sie damit, Helamare? Wir haben nicht gewusst, dass die Ladung, die wir transportieren, gestohlen wurde. Mir wurde gesagt, dass es sich bei den Kisten um medizinische Versorgungsgüter handelt, die an der Kriegsfront gebraucht werden. Wir haben keine Fragen gestellt. Bitte zeigen Sie sich gnädig. Wir haben nur getan, was wir tun sollten. Dann tun Sie, was Ihnen gesagt wurde, und schicken mir die Daten, die ich brauche. In Anbetracht der aktuellen Lage vergessen wir die üblichen Sicherheitsmaßnahmen und schicken die Dateien, nach denen Sie gefragt haben. Wir leben, um dem Reich zu dienen. Dann übertrag mal. Wir haben die von Günther verlangten Daten erhalten. Es wird eine Weile dauern, die Daten zu analysieren und den Ursprung der Ladung festzustellen. Zwischen können wir das System auf Ihren Befehl verlassen. Dann sage ich mal Energy. Ja, komm, Attacke. Ich glaube, das war es jetzt schon wieder mit der Mission. War ja viel Gerede und wenig Gekämpfe. Aber ist halt Story. Mal gucken, was jetzt kommt. Ah, Ihre Offiziere haben die Frachtbücher aus der Forschungseinrichtung analysiert. Die Ergebnisse bekräftigen die Aussagen der Offiziere der Romulanischen Republik. Jemand hat Technologie und Waffen an den Tal Shiar geleitet. Sie lassen nichts unversucht, ihre Spuren zu verwischen. Sie glauben, eines der großen Häuser ist darin verwickelt. Eine Operation dieses Ausmaßes würde die Ressourcen eines der Häuser bedürfen, aber die Ladungen werden so geleitet, dass ihre Herkunft nicht mehr eindeutig ist. Unsere Beweise sind Indizien. Im Eifer des Gefechts habe ich ohne Beweise Beschuldigungen vorgebracht, die mich ins Gefängnis gebracht haben. Wir müssen uns Geduld üben und darauf warten, dass sich unsere Beute verrät. Drake hat ihren Vater erwähnt. Mein Vater ist Botschafter Worf. Ah, natürlich! Jetzt, der Worf, der alte Sack, und hat viele Feinde. Ich habe mehrmals versucht, ihn davon zu überzeugen, dass eines der Häuser etwas mir verborgen plant. Entweder hat er mir nicht geglaubt oder ihm war es egal. In dem Fall hat er seine Entscheidung getroffen, als er sich weigerte, zu einzugreifen, nachdem ich eingesperrt wurde. Sein Stolz ist eine Schwäche, die unser Feind versuchen könnte, aufzunutzen. Aufzunutzen! Vielleicht kann ich ihn überreden, zuzuhören. Sie können es versuchen, aber wir sollten damit rechnen, dass er uns nicht zuhört. Zumindest sollten wir ihn warnen, dass er in Gefahr ist. Das würde er nicht einmal einsehen, wenn das Messer bereits an seiner Kehle drückt. Ich befürchte, dass diese Verräter ihn töten wollen, um mich zu kriegen. Keine Sorge, wir werden da sein. Cool! Mit Worf treffe ich mich jetzt auf Kronos. Kann ich da transporten? Jo, kann ich. Ist ja cool, dass es Worf doch noch gibt. Ich hatte ihn ja schon vermisst in der Föderationskampagne, aber anscheinend ist er jetzt wieder bei den Klingonen. So, da sind wir wieder auf Kronos. Oder im Orbit von Kronos. Ich möchte jetzt irgendwie runterdingsen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Fliegen wir einfach mal auf den Planeten zu, das wird schon gehen. Was ist das denn? Ach, das ist das Portal für dieses Captains Ding da, wo nur bestimmte Leute hin dürfen, Veteranen. Wann darf ich da jetzt runterwoppen? Ja, beamen Sie zur ersten Stadt. Und Ladebildschirm und Deep Space Nine und warten und warten und warten. Wir treffen jetzt Worf! Mal gucken, was der so sagt, der alte Sack. Der muss da bestimmt auch schon 120 sein. Ah, da sind wir ja. Hallo? Oh. So, wo ist denn der gute Mann? Wer ist er denn? Was hat er denn für komische Kopfhörer auf? Sachen gibt's. Ist er das da? Alter, der ist ja wirklich richtig alt geworden. Grüß, Lieutenant. Wie schaut der denn aus? Was? Athena Gras hat sie zu Nog-Nagu eingeladen. Ja, akzeptieren wir mal. Hallo. Kämpfe mit Ehre. Sir, haben Sie kurz Zeit? Vielleicht. Sagen Sie mir erst, wer Sie sind. Ich bin Lieutenant Capollon der IKS Karan. Ich grüße Sie. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen unter vier Augen sprechen. Das ist eine seltsame Bitte. Wir stehen im Hof der großen Halle. Hier gibt es keine Geheimnisse. Wenn Sie Ihr Herz nicht in der Öffentlichkeit ausschütten können, dann interessiert mich nicht, was Sie zu sagen haben. Sehr gut. Bin hier bei Ihrem Sohn Kamta. Ist nicht der Name meines Sohnes. Wenn Kamta sprechen möchte, richtet sie ihm aus, er könnte mit mir sprechen. Ich spreche nicht über den Vermittler. Er sagt, Sie beide seien in großer Gefahr. Er ist als einziger in Gefahr, es sei denn, Sie waren dumm genug, auf ihn zu hören. Wie es scheint, haben sie diesen Fehler bereits begangen. Denn wenn sie mit ihm gesprochen haben, waren sie in Rura Pente.
Ein großes Haus plant ihren Tod, Worf. Ich bin Gintak des Hauses des Martok. Der Martok. Lady Cirilla hat Rache gegen das Haus der Jimpok geschworen. Es würde mich nicht überraschen, wenn mir alle großen Häuser den Tod wünschen. Sagen Sie meinen Sohn, dass ich mich selbst verteidigen kann. Die Romulaner sind darin verwickelt. Romulaner? Das ergibt keinen Sinn. Jimpoks Position gegenüber der Föderation und dem romulanischen Sternenimperium sind eindeutig. Was die Romulaner betrifft, hat er die volle Unterstützung meines Hauses. Es wäre dumm, von jedem Haus so eine Verbindung herzustellen. Wie dem auch sei, es würde mich nicht wundern, von ihm vom Haus des Duras zu hören. Wir wissen nicht, ob Duras damit zu tun hat. Und das ist genau die Art von Anfrage, die mein Sohn in die Strafkolonie eingebrockt hat. Sagen Sie Kind da, dass er still sein soll, wenn er keine Beweise hat. Wenn er ein Flüchtling von Urapente ist, verschlimmert er die Situation nur noch umso mehr. Was auch immer Sie beide vorhaben, ich will es gar nicht wissen. Ja gut, dann sagen wir es ihm. Muss jetzt wieder hochbeamen? Ach nee. Da können wir ihn kontaktieren. Ist Worf damit einverstanden, sich mit uns zu treffen? Er sagte, ihr Name wäre nicht Kimta. Welcher Name ich verwende, ist nicht relevant. Haben Sie ihm gesagt, was wir erfahren haben? Er schien nicht besorgt zu sein. Haben Sie ihm gesagt, dass die Romulaner darin verstrickt sind? Er erwähnte das Haus Duras. Nachdem ich die Geschichte der Duras-Familie gehört hatte, habe ich mich dasselbe auch gefragt. Ist er denn wenigstens bereit, uns über den Beweis durchzusehen? Er will nichts mit Nachforschung zu tun haben. Den Fluch werde ich jetzt nicht vorlesen. Er ist ein sturer alter Mann. Er wird sich noch umbringen. Das habe ich erwartet. Ich habe ja gesagt, er würde nicht hören. Wir sollten zumindest das Haus Martok wahren. Einverstanden. Wenn der Gintak des Hauses Martok nicht hören will, werden wir unsere Bedenken im Haus persönlich vortragen. Ich werde Lady Cirilla kontaktieren und ein Treffen vereinbaren. Lass sie sich nicht entmutigen. Wir finden diese Ratten. Ja, dann erstatte ich mal Bericht. Ja, dann treffen wir uns gleich mit der Lady wahrscheinlich. Ich krieg Impulsartrieb, ein bisschen Expertise und so. Und ein Level Up. Da kriegen wir bald schon unser neues Schiff. Ja, und dann kommt jetzt gleich wahrscheinlich noch die Vorschau auf die nächste Episode. Die da diese sein wird. Machen Sie Stimmung. Lady Cirilla aus dem Haus des Martoks hat darum gebeten, sich mit Ihnen in Ihrem Landgut in der Keta Lowlands zu treffen. Sie hat nicht gesagt, warum sie sehen möchte, aber ich nehme an, dass es sich um irgendeinen Auftrag handelt, der ausgeführt werden muss. Das Haus des Martok hat, seitdem ich Kanzler bin, einen großen Teil seines Ansehens verloren, doch wir haben noch immer eine Menge Verbündete in der klingonischen Verteidigungsstreitmacht und ich verabscheue es, Cirillas Antrag ohne guten Grund abzulehnen. Auch Ihnen könnte es nutzen, die Gunst des Hauses des Martok zu gewinnen, aber bedenken Sie, dass es auch viele Feinde hat. Ich will Cirilla nichts Böses, jedoch achtet darauf, nicht in ihre Rachepläne gegen mich eingebunden zu werden. Dies wäre bestimmt nicht in ihrem Interesse. Ach cool, da kriegen wir einen taktischen Offizier, irgendeinen Kommandocode. Das ist doch cool. Akzeptieren. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder kommentiert euch. Die Seele aus dem Leib, wenn ihr mal mitspielen wollt, meldet euch bei uns, das Übliche halt. Und jetzt bleibt nur zu sagen, bla!